Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 2.3 Anfälle der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 2, um das es hier geht, heißt bedienbar und lautet: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Und ich zitiere hier nach der deutschen Übersetzung von Aktion Mensch. Und Prinzip 2 gliedert sich wiederum in fünf Richtlinien. Und die Richtlinie 2.3, um die es in diesem Video geht, ist betitelt mit Anfälle und lautet: Gestalten Sie Inhalte nicht auf Arten, von denen bekannt ist, dass sie zu Anfällen führen. Also Anfälle ist hier gemeint im Sinne von epileptischen Anfällen. Das ist eine weniger bekannte Form von Barrieren, die in digitalen Inhalten vorkommen können. Ich vergleiche das gerne mit Allergien für Lebensmittel. Also es gibt sogenannte Allergien für digitale Informationsdarstellungen. Und um die geht es hier. Und es gibt hier für diese Richtlinie ein Erfolgskriterium, das einfach A ist. Und das heißt Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder mehr. Webseiten enthalten nichts, was öfter als dreimal in einem beliebigen, eine Sekunde dauernden Zeitraum blitzt. Oder der Blitz ist unterhalb der allgemeinen Grenzwerte zu Blitzen und roten Blitzen. Man spricht ja auch von photosensitiver Epilepsie. Das ist also eine Form der Epilepsie oder Veranlagung, die dann bei entsprechender Beeinflussung von außen durch entsprechende Reizung von visuellen Signalen zu einem photosensitiven epileptischen Anfall führen kann. Wenn eine solche Person, und es gibt ungefähr unter 4000 Personen eine davon, die diese Veranlagung hat, wenn also eine solche Person starke Helligkeitsveränderungen wahrnimmt durch die Augen, also Blitze, dann kann das zu epileptischen Anfällen führen. Und es gibt hier einen historischen Vorfall, der bekannt wurde unter dem Namen Pokémon Schock im Jahr 1997 im Dezember. Und dieses Pokémon-Video ist ein Zeichentrickfilm, eine Serie im japanischen Fernsehen. Das lief da und haben ungefähr 27 Millionen Haushalte diese Serie angeschaut in diesem Dezember 1997. Und nach 20 Minuten in dieses Video hinein gibt es eine Explosion im Video und mit roten und blauen Blitzen, die sehr intensiv mit 12 Hertz, also 12 Mal pro Sekunde flackern, über 6 Sekunden des Filmes lang. Eigentlich nicht sehr lange, aber genug, weil es eben auch über den ganzen Bildschirm erschien. Genug, dass viele Zuschauer sich beklagten über Symptome. Insgesamt waren 5 bis 10% der Zuschauer betroffen. Sie haben zum Teil verschwommene Sicht bekommen, Kopfweh, Schwindel, Übelkeit. Einige bekamen richtige Anfälle, Krämpfe, und konnten nichts mehr sehen und wurden sogar bewusstlos, einige. Bei 685 Kindern war das so stark, dass sie den Krankenwagen geholt haben, sie wurden ins Krankenhaus gefahren, aber auf dem Weg haben sich viele wieder erholt. 150 davon wurden dann schließlich eingeliefert ins Krankenhaus und bei 2 war also eine lange Nachbehandlung nötig. Die waren mindestens 2 Wochen dann im Krankenhaus. Dieser Vorfall wurde später erforscht und es wurde dann eben bekannt auch, man hat es erforscht, welche Kriterien dazu führen können, einen solchen photosensitiven epileptischen Anfall auszulösen. Als Webdesigner sollte man darauf achten, keine Videos, die solche Blitze enthalten, online zu stellen und auch keine Animationen zu gestalten, die zu solchen Blitzen führen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
In WCAG ist das Kriterium etwas schwächer, erlaubt etwas mehr und ist so definiert, dass drei Kriterien nicht gleichzeitig eintreffen dürfen, weil sonst eben ein solcher photosensitiver epileptischer Anfall möglich wäre. Und zwar diese drei Bedingungen, die nicht gleichzeitig eintreffen dürfen, sind drei Blitze oder mehr pro Sekunde in einem Video oder in einer Animation. Es kann ein roter Blitz sein oder auch allgemeinen Blitz mit mindestens 10% Helligkeitsveränderung. Das hat man relativ schnell. Und auch das Ganze muss in einem 10-Grad-Betrachtungswinkel so auftreten, dass darin in diesem 10-Grad-Winkel mindestens 25% der Fläche betroffen ist. Das hängt damit zusammen, wie viel Sehzellen dann tatsächlich diese Helligkeitsveränderung wahrnehmen und dann eben so einen Anfall auslösen können. Diese 25% von 10 Grad kann man sich ungefähr so vorstellen: Bei einem normalen Bildschirm, also nicht sonderlich groß, in einer normalen Entfernung, wäre ungefähr 10 Grad so eine Kachel unter 3x3 Kacheln, also so ein Neuntel des Bildschirms, und davon nochmal ein Viertel müsste betroffen sein. Je näher ich am Bildschirm bin, desto mehr Sehzellen sind natürlich betroffen in meinem Auge, und wenn ich im Kino sitze vor der Leinwand, dann genügt ein relativ kleiner Ausschnitt schon, um so etwas auslösen zu können. Und das ist auch tatsächlich passiert. Nicht nur in Japan gab es so einen Vorfall, sondern auch in den USA 2011 bei dem Film Breaking Dawn. Da gab es dann die Schlagzeile Breaking Dawn during Breaking Dawn. Die Ausmaße waren da nicht so schlimm, aber es waren auch Menschen betroffen im Kino, denen es übel wurde und die dann rausgehen mussten. Das war Richtlinie 2.3, Anfälle aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt, von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu. /WCAG21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.